Einen wunderschönen guten Tag da draußen, meine begeisterten One Pieces. Und willkommen hier zurück zu Let's Play One Piece World Seeker. Wir haben im letzten Mal Kapitel 10 abgeschlossen und haben Luki besiegt. Und den müssen wir jetzt hier unten suchen. Und das kann, glaube ich, hier unten ein bisschen dauern, weil ich muss erstmal diese Felswand hier vor. Weil der befindet sich hier am Strand. Mit ganz vielen nervigen Marineleuten. Das möchte ich auch nochmal dazu anmerken. Die haben wir beim letzten Part schon ein bisschen kennengelernt. Hochdauerfee. Oh, machen wir das anders. So. Oh, der ist ja irgendwo, okay. Wo ist Luki? この島に逃げ藁がいたと。アイザックが引き入れたのか。とすると奴の目的は。サイファーポール・イージス・ゼロ。ロブリッジ。ご足労。痛み。貴様、アイザック。おい。 Wir haben jeden deiner Schritte verfolgt. Was hast du mit dem Geld für die Schwarzmarktwaffen gemacht? Also hattest du niemals vor, deine Vereinbarung mit der Regierung einzuhalten, die Dünaschgen auszugraben? Genug mit all diesen Vermutungen. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um die Dünaschgen abzubauen. Genau wie ich es versprochen hatte. Das ist eine unbestreitbare Tatsache und die Daten, die ich an die Regierung gesendet habe, bestätigen es. Die Daten stimmen. Eine Sache habe ich allerdings vergessen zu berichten. Darum bin ich hierher gekommen, um es dir zu sagen. Ich habe die Ausgabe der Dünaschgen schon lange abgeschlossen. Was? Die Marine hat schon genug Informationen in ihrer Datenbank, um die Extraktionsmethode zu ermitteln. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es zu melden, aber du hast mir die Mühe erspart. Wie wurdest du überhaupt verletzt? Hast du dich von Piraten überwältigen lassen? Die sehen sie zurzeit ziemlich gefährlich. Selbst meine Schwester Jane verkehrt mit Piraten. Hast du Schroho deshalb auf diese Insel gebracht, damit er sich um mich kümmert? Das sind doch alles nur Vermutungen. Du musst dich nur um die Fakten erinnern, die ich dir mitgeteilt habe, und sie zur Regierung weiterleiten. Das heißt, wenn du dafür noch lange genug lebst. Was für eine Undankbarkeit! Hat er uns wirklich bestellt hier auf dieser Insel? Robotertyp! Hey, du hast nicht zufällig jemanden gesehen, der wie eine riesige Katze aussieht, oder? Nö, aber ich möchte mir vorstellen, dass er vielleicht entkommen ist, weil du so dumm bist. Was hast du gesagt? Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Warte! Jade ist jetzt hier in der Schlucht. Sie möchte wirklich mit dir sprechen. Du bist doch ihr Bruder, oder? Hör dir an, was sie zu sagen hat, verdammt nochmal. Es gibt nichts zu besprechen. Isaac! Doch, es gibt was zu besprechen. Jane! Wir haben etwas zu besprechen. Die Nachforschung über die Dünaschgeine. Warum versuchst du das Geheimnis, um den Abbau der Dünaschgeine zu lüften? Mutter ist es mit ihrem Leben beschützt. Wenn du so weitermachst, ist sie umsonst gestorben. Willst du das? Falsch. Ihr Tod war umsonst. Wenn ich es nicht tue. Es reicht nicht, die Ausgrabungsmethode geheim zu halten, um die Dünaschgeine der Insel zu schützen. Ich muss diejenigen, die die Dünaschgeine begehren, auslöschen. Deshalb bin ich auf diese Insel zurückgekehrt. Auslöschen? Dann bist du nicht besser als ein Pirat. Isaac, sprechen wir doch mit allen Betroffenen darüber. Ich bin mir sicher, dass wir eine bessere Lösung finden können. Es ist sinnlos, mit ihnen zu reden. Das war es vor 12 Jahren und das ist es jetzt. Als mir klar wurde, dass Mutter plante, zusammen mit dem Piraten zu sterben, bat ich die anderen Inselbewohner um Hilfe. Aber niemand hat auch nur einen Finger gerührt. Am Ende war ich der Einzige, der ihr gefolgt ist. Diese Narbe erinnert mich immer an jeden Augenblick. Der Geruch von Schießpulver, die Hitze der Flammen und Mutters letzter Gesichtsausdruck. Ich verlasse mich nicht länger auf andere. Von jetzt an kümmere ich mich selbst um alles. Ich brauche keine Freunde und keine Familie. Oh, was jetzt? Ich rede doch mit ihr, oder? Wie kannst du das tun und dich dabei immer noch Janes Bruder nennen? Reg dich nicht so auf. Es ist nun mal, wie es ist. Du bringst mich zur Weißglut. Verstehe, und was willst du dagegen unternehmen? Mich hier runterschubsen und in dieses Meer katapultieren? Ich knipse dir das Licht aus. Wofür warte? Es ist okay. Nein, ist es nicht. Ist es doch. Ja, was ist es jetzt? Jane, verlass schnellstens mit ihnen die Insel. Es gibt hier nichts mehr für dich zu tun. Warum hast du mich aufgehalten? Ich hab dir gesagt, es ist okay. Es kann nicht so weiter...
Nee, es kann nicht wieder so werden, wie es einmal war. Es tut mir leid, ich kehre in die Stadt zurück. Was meint sie mit, es ist okay? Anscheinend geht sie zur Kirche in Saphirstadt. Ich werde ihr folgen. Ich würde eher mal sagen, dass wir sie einfach mal in Ruhe lassen können. Das war auch eine Maßnahme, oder, Waffi? Was hältst du davon? Alter, gibt es so viele Kisten für dich. Kapitel 12. Wäre das nächste Kapitel. Wo ist denn hier ein Schatz? Ich sehe keinen Schatz. Ach, hier! Karma Anstieg Luki. Okay, interessant. Luki ist ja eigentlich entkommen. Mehr oder weniger durch uns. Da hat er schon recht gehabt. Weil wir haben ihn schon so ein bisschen vertrieben. Okay, mal gucken, ob wir nochmal irgendwann zurück in dieser Kristallschlucht kommen. Boah, das war geil. Das war geil. Von oben gleich ausgeschaltet. So muss das. So. Das sind aber nur Juwelen hier. Das ist ja nichts wert. Da komme ich doch bestimmt rüber, oder? Ja, muss ich ja. Muss... Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Nur den einen getroffen. Schade. Ich will eigentlich mal zur Sunny zurück. Ich glaube, ich brauche doch diese schneller Kisten öffnen. Warbometall. Okay. Hammer, könnte ich hier schon mal ein bisschen die ganzen Kisten hier schon vornehmen. Aber die Stucht ist halt auch nicht so... Nicht mein Gebiet. Das ist jetzt schon nicht mein Gebiet. So, der ist down. Damit könnte ich interagieren, will ich aber nicht. Jetzt bin ich schon wieder hier unten, ne? Ja. Auch dass der nächste immer ausschalten könnte. Ne, hier sind wir ein paar zu viele. Wir gehen auch raus aus der Kristallschlucht. Wo ist denn jetzt die gute? Eigentlich müsste ich nochmal zur Sunny. Ja, die sind Saphirstadt nochmal gegangen. Ich müsste eigentlich nochmal zur Sunny. Ist momentan nicht möglich. Okay, jemand ist zurück. Dann verschwinde ich anderweitig von hier. Und zwar jetzt müsste das möglich sein. Jetzt müsste es mir gesagt. Haben wir eigentlich die gesamte Karte schon erkundet? Also Schnellreise funktioniert nur, wenn die Marine nicht hinter uns her ist. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Einmal so Sunny, einmal gucken, ob man da was herstellen kann. Weil vielleicht brauchen wir doch etwas. Ich bin mal gespannt, ob wir nicht mal doch immer noch mal gegen Isaac antreten. So, da bin ich bei der Sunny. Zur Kirche. Also die Kirche ist auch immer so ein Ort in Saphirstadt, wo wir, glaube ich, schon so... 4. oder 5. Mai jetzt hingehen. So. Bei Frankie konnte ich... Genau, herstellen. Wollen wir mal kurz gucken. Das bringt alles nicht. Schutzgürtel. Da brauche ich Tierknochen für. Ernsthaft. Okay. Und Holz habe ich bekommen. Sanji! Hab doch jemand losgeschickt. Was ist die Nami zurück? Hey, Waffi, jetzt mach hin und begrüß sie. Boah, ja, was bist denn du für einer, ey? Wo ist denn die? Ich kann immer da oben. Ja, da oben ist sie. Die gute Nami. Ich habe an den verschiedensten Orten gesucht, so wie du es wolltest. Sag Bescheid, wenn du mich wieder brauchst. Ich sitze also erst auf deine Rechnung. Juwelenfragment, okay. Hier gibt's eine Kiste? Eine goldene Kiste. Auf der Sunny. Also ich könnte schon Sachen herstellen. Beziehungsweise die Pläne hätte. Ich wusste eigentlich, Lissop da ist, Lissop. Mit seinem Werkzeug. Das kann ich alles herstellen, ja. Ja, das bringt mir nichts. Ich bräuchte hier schon die... Den Schutzgürtel, das wäre echt nicht schlecht. Da bräuchte ich Tierknochen für. Das wäre schon nicht verkehrt. Kleidung kann ich gar nicht herstellen. So wie es aussieht. Deswegen könnten wir eigentlich zur Kirche gehen. Und Kapitel 12 in Angriff nehmen. Wäre eine Maßnahme. Saphirstadt, auf zur Kirche, go. Gucken, was uns jetzt erwartet. Oder wie Jane allgemein jetzt geht. Nach dem kleinen, klärenden Gespräch. Mit ihrem Bruder.
der keine Familie und Freunde mehr haben möchte, weil er ja alles hat. Diese komischen Dienerscheine. Oder Diener. Diener kann man. Dienerscheine, sage ich nicht Y, sondern nie. So, einmal Ladevorgang. Bitte abschließen. Dankeschön. Jawohl. So, mal gucken, was wir da noch triggern. Kapitel 12. Ich will mal ganz kurz was anderes gucken, und zwar Karma. Da haben wir... Marine ging ja schon fast voll, sehe ich gerade. Germa 66, Buggy, Luki. Und man sieht hier Kapitel 12 noch. Und wir sind in Kapitel 12. Lass mich mal kurz gucken. Ich will noch mal kurz bei Karma gucken. Was ist mit Isaac? Was hat denn der... Was hat der noch für Kapitel? Besiege 5 von Matrosen. Okay. Wir haben schon 122 Piraten besiegt? Ernsthaft? Okay. Roboter. Okay, 10 Roboter. Sehr interessant. Oh, mit Schuhe, mit Elefanten, Gatling. Okay. Ja, die meisten Nebenmissionen. Müsste man eigentlich machen. Aber ich will erstmal mit euch zusammen die Hauptstory machen. So, ach, wer ist denn hier? Der gute Mann! Oh, der Sabo! Waffi, wie ich sehe, bist du auch noch immer auf der Insel. Sabo, hast du Jane gesehen? Nein, habe ich nicht. Oh. Jedenfalls verstehe ich jetzt viel besser, was es mit dieser Insel auch hier auf sich hat. Mit dieser Insel ist etwas passiert. Nicht ganz, aber der Kern dieser Insel wird sich schon bald offenbaren. Der was? Das wäre Gefängnisleiter Isaac. Er ist derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Dir ist die seltsam angespannte Stimmung auf dieser Insel aufgefallen, oder? Es gibt hier zu viele Akteure. Ich habe meine eigene Theorien, aber... Die Befürworter und Gegner der Marine, die Piraten, die Marine, die Revolutionsarmee CP0 und die Kriegstreiber. Das alles kann nur auf eine Art enden. Welche Art meinst du? Ich verstehe es nicht. Überschreckt das deinen Horizont? Keine Sorge, Buffy. Wenn du Hilfe brauchst, werde ich für dich da sein. Egal, was sonst noch los ist. Die brauche ich nicht. Ich bin derjenige, der dir zu Hilfe kommen wird. Ha, du kleiner frecher Kerl, du. Okay, Jane war jetzt nicht hier. さかずき元帥、報告します。なんじゃい、騒がしいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちのいくつかは消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理するあれをまた奪われたっちゅうことか。 管理者は誰じゃ。ええ、そのような報告を受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。まさかあの島か。オルサリーの呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが、応答がなく。島には革命軍やジェルマ W6など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。 偶然とは思えんが。また麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら、まだ生きちょったか。もうええ、わしが島へ行く。はあ。 Damit haben wir den nächsten auf der Insel. Cool. Wollen wir das? 武器の密売に関わってる。それだけじゃない。 この島のダイナガンにも兄さん、一体何をしているの？他にもまだ隠していることがあるの？大変だ、ジャンヌ。海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった。このままだと戦争が始まるぞ。戦争？ Die Lage spitzt sich zu. Warum herrscht denn da plötzlich so ein Aufruhr auf dem Platz? Hey, du hast recht, was ist denn da los? Hehe, Waffi. Was ist denn? Ein Marinegegner wurde von einem Marine-Sympath...
Statisten erschossen. Und das lässt jetzt die Insel ins Chaos stürzen. Jeff versucht die Situation zu entschärfen, aber sie sind so aufgeregt, dass sie sie nicht zuhören. Das ist wirklich schlimm. Wo ist denn jetzt? Geh schnell zum Skatplatz. Du musst dich beeilen. Wir werden uns jetzt nicht beeilen. Wir werden den Part beenden und wir werden das dann beim nächsten Mal machen, was da vor sich geht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder als Let's Play One Piece World Zika, dann wahrscheinlich doch bald mit dem großen Finale. Ja, also macht's gut, haut rein und tschüss.